Ja. Als ich mit dem Frühling mit dem Holzelement angefangen habe, folgt jetzt im Sommer das nächste Element, welches ich euch vorstellen möchte, und das ist das Feuerelement. Also bleibt dran. Sinn ist ewig ohne Machen und nichts bleibt ungemacht. Wenn Fürsten und Könige ihn zu wahren verstehen, so werden alle Dinge sich von selber gestalten. Gestalten sie sich und es erheben sich die Begierden, so würde ich sie bannen durch namenlose Einfalt. Namenlose Einfalt bewirkt Wunschlosigkeit. Wunschlosigkeit macht still. Und die Welt wird von selber recht. Passend kommen jetzt meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode möchte ich euch das Element Feuer vorstellen. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es jetzt das zweite Element, nachdem ich euch schon mal das Element Holz vorgestellt habe. Also das Feuerelement wird auch Nai Jing Shuweng bezeichnet und dient sozusagen als Symbolik für Sommerkraft, hat zum Beispiel die Himmelsrichtung Süden. Im Himmel verkörpert es zum Beispiel die Sonne, auf der Erde die Hitze und im menschlichen Organismus spiegelt es zum Beispiel die Sinnesorgane, den Dünndarm und den Herz und das Herz wider. Außerdem steht das Feuerelement für die Mittagszeit und auch, sage ich mal, für die Trockenzeit, und bei Menschen steht es halt allgemein auch, nachdem halt der Sprössling angewachsen ist im Holzelement, gedeiht es auch für die Entwicklung und den Reifeprozess, und da benötigen zum Beispiel die Pflanzen auch dementsprechend Wärme und Wachstum. Geschmacklich gesehen wird das Element Feuer dem bitteren Geschmack zugeordnet. Vorhin war es natürlich der saure Geschmack beim Holzelement. Und da merkt man auch wieder, dass das Holz das Feuer sozusagen nährt. Und ganz klimatisch gesehen wird das Feuerelement dem Schuh zugeordnet, also der Hitze. Ganz allgemein wird das Feuerelement in der chinesischen Tradition der Expansion zugeordnet, also dem Höhepunkt. Also das ist halt die vollständige Yang-Energie, also das weiße Symbol bei dem Yin und Yang. Zeichnen. Man unterscheidet auch zwischen dem Himmel und der Erde. Also das kaiserliche Feuer, also das Wang, bezeichnet einfach ja, das große Feuer des Himmels, zum Beispiel die Sonne, während das kleine Feuer, das Wen, das materialistische Feuer sozusagen die Hitze auf der Erde ist. Und das ist jetzt so ganz grob die Vorstellung und Überblick von dem Feuerelement. Die kann man natürlich auch in der Natur wiederfinden, das Feuerelement. So wie auch beim Menschen. Bei der Pflanze ist halt, wie ich bereits erwähnt habe, dass jetzt, nachdem der Sprießling durch die Trockenheit nach der Winterperiode der Samen sozusagen aufblüht, wächst durch die zusätzliche Wärme natürlich auch hier die Pflanzen an Wachstum gewinnen, ihr Chlorophyll bilden, in die Höhe sprießen und sozusagen auch wachsen und gedeihen, wie man es jetzt zum Beispiel im Juni, Juli und August natürlich auch vorfinden kann. Beim Menschen ist halt die Qualität des Feuers sozusagen, dass er halt offenherzig ist, respektvoll, liebevoll, sich gerne Kontakte mit anderen Menschen knüpft und hier einfach einen respektvollen Umgang auch pflegt. Auch hier zum Beispiel den Bund der Ehe zum Beispiel eingeht und einfach ja, mit seinen Mitmenschen in Kontakt und in Verbindung gehen möchte. Weil ich ja auch vorhin angesprochen habe, dass das Herz zum Feuerelement gehört und natürlich auch der Geist, Shen,
hat auch eine gewisse Rolle im Feuerelement. Und das heißt, dass es gibt also einen Spruch, der heißt, der Shen, also der Geist, wohnt im Herzen. Also das heißt, dass man auch hier die entsprechende Bewusstbarkeit oder das Bewusstsein entwickelt, im Herzen, aus seinem Herzen heraus zu agieren und einfach liebevoll und ja, liebevoll mit seinen Mitmenschen umgeht, mit der Natur. Und da ist es halt auch zum Beispiel so, dass man auch hier dementsprechend erkennt, dass alles, was ist, weder gut noch schlecht ist. Also ich habe kein urteilendes Vermögen, wie zum Beispiel aus meinem Kopf, also das rationale Vermögen, sondern ich handle nicht aus dem Verstand raus, sondern aus dem Herzen. Und das Herz betrachtet ja die Dinge nicht, wie wir es heute in unserer westlichen Welt machen, in gut oder schlecht, sondern es wird halt ja neutral betrachtet, sowohl als auch. Auch ist es dementsprechend so, dass ein Übermaß an der Yang-Energie, also wenn ich schon an der Grenze des Aktivität bin und noch drüber hinausgehe, dass das natürlich auch dementsprechend negative Folgen hat. Bei den Pflanzen oder in der Natur zum Beispiel so, dass dann zusätzliche Trockenheiten entstehen, Dürren, und das hemmt natürlich auch das Wachstum der Pflanze, weil sie natürlich auch Wasser zum Beispiel benötigt. Wenn ich zum Beispiel eine schlechte Wasserversorgung habe, dann bei meinen Kübeltomaten, dann entwickelt sich zum Beispiel nach und nach die Blütenfäulnis. Die erkennt man halt daran, dass zum Beispiel die Früchte unten faule Stellen bekommen. Ist halt ein Kalziummangel zum Beispiel, und ein Grund kann zum Beispiel dafür sein, dass halt die durch das mangelnde Gießen oder die mangelnde Wasserversorgung die Tomatenpflanze in ihrer Zelle nicht das Kalzium aufnehmen kann. Und allgemein ist es dann auch so, dass auf der Erde diese Hitze dann auch zur Verbrennen droht und die Pflanzen eigentlich dann wieder nach und nach zerstört und hat mal wieder diesen endlosen Kreis, dass aus dieser neuen Erde dann natürlich wieder neue Sprießlinge entstehen, weil die Asche natürlich sehr nährstoffreich ist. Ja, außer man hat halt hier zum Beispiel mit dem Sekim-Projekt in der Wüste eine gute Permakultur und Humuskultur errichtet und dementsprechend auch für eine optimale Wasserversorgung. Dann ist es natürlich wieder was ganz anderes. Aber beim Menschen ist zum Beispiel ein Übermaß an Yang-Energie, zum Beispiel, dass er sehr ehrgeizig ist, immer der Beste sein möchte, auch ziemlich perfektionistisch ist, aber das auch dann noch zu viel Aktivität dementsprechend hat und das natürlich auch sein Wachstum hemmen kann, weil wenn er zu viel Yang-Energie hat, dann vernachlässigt er das Yin, die Erholung, und das kann dann natürlich auch zu Burnout zum Beispiel führen, aber es kann auch bis dahin gehen, dass man sich auch dieses Konkurrenzdenken aneignet und mit seinen, sich einfach misst. Hauptsache, ich bin besser als der andere und auch hier zum Beispiel ein kaltes Herz entwickle, also dementsprechend mit der Schadenfreude. Das ist halt keine echte Freude, sondern ich freue mich einfach besser zu sein wie der andere, oder wenn jemandem etwa ein Missgeschick passiert, dass ich daraus Nutzen ziehen kann und mich zum Beispiel daraus begnüge. Und das ist halt auch wieder was sehr Schädliches, an der Übermaß an der Yang-Energie. Ein Übermaß an Yin zum Beispiel dämpft allgemein die spendende und wachstumsfördernde Kraft des Feuers, beziehungsweise auch die Inspirationskraft. Und da ist es halt auch so, dass ich dann kein dementsprechend gutes Wachstums habe. Ich habe so ein Dämpfungsgefühl, das wirkt sich natürlich auf meinen Geist natürlich auch aus. Da können auch beim Menschen zum Beispiel emotionale Folgen die Ursache sein. Da kann auch wieder das kalte Herz die Ursache sein, dass ich halt hier so egoistisch bin, mich anderen nicht nähern möchte, um nicht verletzt zu werden. Mich selbst einreden, die anderen können mir nicht helfen oder sie verstehen mich nicht und jegliche Hilfe ablehne. Das heißt, ich schotter mich sozusagen von der Gesellschaft und von meiner Umwelt zu stark ab und tue mich sozusagen selbst bemitleiden. Und das ist natürlich auch ein nicht gesundheitsfördernder
Zustand und bei den Pflanzen ist es halt genauso. Die brauchen natürlich die Wärme, um dementsprechend zu wachsen, weil zu viel Feuchtigkeit oder Kälte ist natürlich auch nicht für die Pflanzen gut. Da kommen halt die Ernteerträge etwas später. Also ganz allgemein ist es halt so, dass die Qualität des Feuers halt die Schöpferkraft ist. Also ich erhalte hier Inspirationen, möchte im jungen Leben mich entwickeln. Deswegen gehe ich auch den Bund der Ehe ein, möchte mich mit einem Menschen zusammentreffen, möchte etwas schaffen, eventuell eine Familie gründen. Zum Beispiel zählt das Feuerelement zur zweiten Tochter der daunistischen in den Trigrammen. Und ich möchte einfach hier meine Ideen verwirklichen, etwas machen. Ich bin jung, ich bin erwachsen und ich möchte etwas aufbauen. Das sind halt die entsprechenden Qualitäten. Ich bin konzentrationsfähig, weil ich mein Geist, mein Herzen bewusst bin und möchte einfach mich selbst verwirklichen, mich selbst umsetzen. Also das war jetzt ganz kurz eine kleine Einführung ins Feuerelement. Die nächsten Elemente werden dann auch noch dementsprechend folgen und ich hoffe, ich konnte dir wieder die chinesische Kultur ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, ich mache Tai Chi Quan und mir gefällt diese Lebensweise. Ich bin sehr beeindruckt von dem Wissen, von der Kultur im Allgemeinen und ich hoffe, ich konnte dich auch ein bisschen inspirieren, ein bisschen tiefer in die Thematik reinzusteigen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du mir ein positives Kommentar oder allgemein Feedback zurücklässt, das Video bewertest und eventuell auf meiner Facebook-Seite sowie auf meiner Webseite vorbeischaust. In diesem Sinne, spasiba za prosmotre, hab eine schöne Woche. Habt eine schöne Zeit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw 270. Genießt einfach die schönen Tage. Bis dahin. Ciao.